Am Anfang denkt man natürlich, dass das sein Traum ist, weil so viele Weltklasse-Spieler in einem Verein zu spielen, mit den großen Namen wie Cristiano Ronaldo, Kaká oder Casillas, Ramos, die dort sind, wo ich erstmal in die Kabine kam, war ich schon natürlich ein bisschen nervös. Aber nach einer Zeit geht das, weil sind alle sehr freundlich und helfen mir natürlich sehr viel. Und bin einfach stolz natürlich, dass ich für Madrid spielen darf. Natürlich, auf Schalke oder in Bremen, die Atmosphäre ist auch genauso schön. Aber in Bernabeu ist natürlich die Atmosphäre ganz was anderes. Wir sind irgendwie noch Fußballverrückter, sage ich mal. Und egal wo wir landen mit der Verein, sind tausende Leute, die am Flughafen warten. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Wir sind viel, viel jünger geworden, die Mannschaft. Es sind viele junge Spieler, die wirklich super Potenzial haben. Und wir sehen auch, man sieht auch, egal wer fehlt, der andere Spieler kommt rein. Wir sind eingespielt, wir sind erfolgshungrig, wir sind eine junge Mannschaft, die Titel holen will. Also mein Ziel ist, Titel zu gewinnen und einer der besten Spieler der Welt zu sein. Und ich arbeite sehr viel an mir, damit ich meine Wünsche natürlich in Erfüllung bringen kann.